So, liebe Leute, wie vielleicht der eine oder andere mitbekommen hat über Instagram, war ich die letzten knapp 2 Wochen im Urlaub und dementsprechend gibt es dann auch den einen oder anderen Film, der so ein wenig hinten unterfällt, die ich aber dann jetzt im Zuge dessen, dass ich wieder da bin, nachhole. Unter anderem ein sehr großer Filmstart, bei dem ich Dutzende oder Hunderte Nachrichten bekomme mit Robert, wann kommt endlich die Review zu Fast and Furious 10? Denn der ist am 17. Mai gestartet und das 10. Kapitel eines, ja, Multimilliarden-Dollar-Franchises, das weltweit sehr viel Geld in die Kinokassen gespült hat. Vin Diesel als Dom Toretto ist wieder zurück und es wird eine ganze Menge über Familie geredet, aber gleich dazu mehr. Denn ich muss auch immer ganz klar sagen, es ist natürlich auch wichtig, dass man sich Zeit für sich selbst nimmt und deswegen ist so ein Urlaub mal eine ganz feine Sache und wenn da mal irgendwann oder das zukünftig so sein sollte, dass da mal große Blockbuster reinfallen, dann ist es so. Was soll es dann am Ende einem bringen, Klicks und Reichweite zu haben und vielleicht Geld damit zu verdienen, wenn man sich selbst dann von seiner eigenen Erholung und allem, was dazugehört, hinten anstellt. Die Jungs von Cinema Strikes Back haben dazu ein sehr interessantes Video gemacht und darüber wollen wir dann genauer auch eingehen. David und ich in unserem Podcast 2 wie Pech und Schwafel diese Woche. Also alle, die jetzt an dieser Stelle diese Verbindung zu dem Cinema Strikes Back Video und liebe Grüße an dieser Stelle suchen, das wird es als Antwort im Podcast dann in ausführlicher Form geben. Hiervon nehmen wir nur kurz die Einordnung, warum die Review jetzt erst ein wenig später kommt. Also, Fast and Furious 10. 141 Minuten geht dieser 10. Teil, der natürlich ab 12 Jahren freigegeben sein muss, weil er mit einem Budget von 340 Millionen Dollar daherkommt. Das muss man sich erst einmal auf der Zunge zergehen lassen, wie teuer dieser Film ist. Mit Abstand der teuerste des Franchises. Ich glaube, auf Platz 2 ist der 9. Teil mit 200 Millionen Dollar Budget. Und seit dem 17. Mai läuft er eben in den deutschen Kinos. Der ist unter anderem deswegen aber auch so teuer geworden, weil es immer wieder Querelen im Hintergrund gab. Und wenn man sich Fast and Furious 10 anschaut, stellt man fest, natürlich habe ich nicht mitgezählt, sondern nachgelesen, dass das Wort Family oder Familie, denn das ist ja immer der Kern, um das es geht in diesem Franchise, ganze 56 Mal gesagt wird. Nur hinter der Kamera, da spürt man nicht viel von Familie. Ob es die Auseinandersetzung mit Dwayne Johnson war vor einiger Zeit in kompletter Öffentlichkeit, ob es Michelle Rodriguez ist, die mit dem Frauenbild im Fast and Furious Franchise immer sehr unzufrieden war, ob es Autoren sind, die gegangen wären, weil sie sich mehr für Hobbs & Shaw interessieren als für das Mutter-Franchise oder Justin Lin als Regisseur vom Regiestuhl verbannt wurde, obwohl die Dreharbeiten zu Fast and Furious 10 bereits begonnen hatten. All das sind Querelen, die sind ganz schön teuer in der Produktion und bringen dann auch Verschleppungen und sicherlich auch noch ein bisschen mit Corona-Auswirkungen im Hintergrund immer mehr Geld mit sich, was es kostet, diesen Film zu produzieren. Aber bei all diesen Auseinandersetzungen, und das ist ja nur ein Teil von dem, was öffentlich geworden ist, immer wieder im Mittelpunkt Vin Diesel. Vin Diesel, der laut Aussagen von Dwayne Johnson jemand ist, auf den nicht viel Verlass sei, der unpünktlich sei, der aber vor allem, wenn man sich Fast and Furious 10 anschaut, ein so anstrengender Charakter ist. Aber auch dazu gleich mehr, dann drehen wir erst einmal darüber, worum geht's denn? Also, es geht einmal mehr um Familie. Die Crew rund um Dom Toretto hat einen neuen Auftrag. Das bekannte Barbecue am Tisch, im Garten bzw. Hof vom Haus, in dem Dom wohnt, ist diesmal nicht am Ende des Films angesiedelt, sondern direkt am Anfang. Und es wird gleich so eine Art Staffelstabübergabe vielleicht passieren, denn Roman soll zunächst einmal einen neuen Auftrag leiten. Im Namen der Agency geht es darum, etwas in Rom umzusetzen. Aber das läuft gewaltig schief. Und dabei stellt sich mit Dante auf einmal ein Bösewicht vor, der in der Vergangenheit großen Schmerz erlitten hat und schon lange Rache plant, sich Rache wünscht und dabei wie ein anarchieverliebter Joker auf die Leinwand trifft und Jason Momoa im Grunde der große Lichtblick ist in Fast and Furious 10. Warum? Nun, da gibt es eine ganze Menge Gründe. Ich habe mich in den Kinosaal verirrt, hingesetzt, der Vorhang ging auf, obwohl da war kein wirklicher Vorhang, zumindest ging der Film dann an. Ich habe ihn in IMAX und OV gesehen, also die beste Variante, die man in solchen Filmen sehen kann, der zwar wieder auf digital gedreht ist und nicht wie auf 35mm noch beim 9. Teil, aber dachte, okay, gucken wir uns mal an, was hier auf uns wartet. Und während ich am Anfang noch so denke, okay, ein paar Rückblicke hin zu anderen Teilen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was waren denn mal große Actionsequenzen, wie sah das Franchise mal aus, als es vielleicht noch richtig gut war und das Kernpublikum aufgebaut hat und auch einem ziemlich großen Actionspektakel, wo ich dachte in Rom, ah, keine uninteressante Idee, man versucht halt weg vom Weltall mal wieder ein bisschen geerdeter zu agieren, aber ich auch da schon spürte, neben ein paar interessante Einfälle, wie sehr dieses CGI-Massaker sich nach und nach aufbaut, spürte ich so, mal gucken, was dieser Film kann. Er beginnt zumindest nicht uninteressant, baut dann aber kontinuierlich ab. Und woran liegt das? An einer ganzen Vielzahl von Dingen und ehe ich zum Positiven komme, fange ich mal mit dem an, was mich wirklich gestört hat. Fast and Furious 10 splittet die gesamte Crew um Dom Toretto, all den Neuzugängen, Gastzugängen, diesen gesamten Star-Ensemble, was irgendwie verbaut werden soll, wo ich aber das
das Gefühl habe, warum eigentlich splittet der Film sich in so viele Gruppen und findet dann in 4, 5, 8, 12, weiß ich wie vielen Ländern parallel statt. Damit wir auch nicht den Überblick verlieren, kriegen wir immer irgendwelche richtig tollen Top-Shots, Etablierungsaufnahmen mit cooler Musik drunter gelegt, ob ich jetzt gerade in London und Portugal an der Antarktis rumhänge, bin ich in Rio de Janeiro, bin ich, ich weiß es nicht, man verliert den Überblick und zwischen all diesen ganz oft langweiligen Nebenquests ist es vor allem Vin Diesel, der so anstrengend agiert, der im Grunde jedes Mal, wenn Jason Momoa ihn mit einer durchaus spielerisch gegen sein Image auch agierenden Art und Weise mit voller Freude und Fieseleien vor ihm steht und versucht irgendwas aus ihm rauszukitzeln, nur dasteht und grummelt, Rache, töten, Familie, Und dann vor allem immer noch seine Hände so bald wie so ein richtig bockiges Kind. Aber man merkt auch mit all seiner Macht als Produzent und als Hauptdarsteller dieses Franchises anscheinend so extrem darauf bestehen muss, als Held dargestellt zu werden, dass wenn er spätestens Neuzugang Brie Larson über die Straße verletzt trägt, er noch heroischer als Captain Marvel wirken will. Und man wundert sich eigentlich, oder ich mich zumindest nicht, warum man ihn im Marvel Cinematic Universe nicht mehr als I am Groot sagen lässt, weil ich glaube, mehr hat er nicht drauf, als ein bisschen zu grummeln und fies zu gucken. Und es gibt eine ganze Menge Hintergrundgeschichten, die alle nicht so wirklich verifiziert sind, aber Vin Diesel scheint mindestens mal ein schwieriger Charakter zu sein und nicht umsonst bringen immer wieder verschiedene Konflikte ihn damit in Verbindung. Aber vor allem seine Figur ist so langweilig, in einem 10. Teil immer noch von Familie zu reden und zu faseln, während nichts, aber auch nichts davon spürbar ist, macht es so unglaubwürdig. Und wenn der Film sich dann immer sehr um ihn fokussiert und ich mir so denke, Mann, Junge, mach doch mal irgendwas. Der ist schauspielerisch eine absolute Nulpe. Da ist nichts dran, wo ich das Gefühl habe, hier könnte ich emotional traurig sein. Hier spüre ich, um was es geht. Hier freue ich mich für diese Figur. Hier ist irgendwie nichts, wo ich mich irgendwo verankern könnte und auch nur ansatzweise eigentlich das Wort Schauspieler und Vin Diesel zusammenbringen möchte, weil der immer nur gleich grimmig da reinguckt. Da sind ganz andere aus diesem Cast eigentlich viel mehr gefragt und dann ist es schon fast eine große Ironie, dass neben Brie Larson ja noch 3 weitere Schauspielerinnen mit im Cast sind, die alle einen Oscar bekommen haben als beste Schauspielerin, namentlich eine Helen Mirren oder beispielsweise Charlize Theron oder Rita Moreno, die alle aber nichts zu tun bekommen. Charlize Theron mit ein bisschen Ausnahme, die darf 1, 2 richtig gute Action-Kampfsequenzen haben. Das erste Mal, als sie auf Dante trifft, das zweite Mal finde ich sogar noch die bessere, zusammen mit Michelle Rodriguez. Ironie ist nur, dass die Kombination aus Theron und Rodriguez in der besten Kampfszene, die wirklich physisch untereinander stattfindet für mich im Film, in Abwesenheit des Regisseurs gedreht wurde. Was sagt das denn über einen Film aus, wenn das tatsächlich der Fall ist? Also kurzum an dieser Stelle, und jetzt gehe ich gleich nochmal durch den Cast, ganz viel, was keinen Sinn ergibt. Über Vin Diesel habe ich schon genug geredet. Das ist für mich einfach wirklich nichts. Und ich finde es wirklich peinlich und auch lächerlich, wenn man dann so sehr sich zwingt, den Film auf sich zu drehen. Er hat jetzt schon gesagt, dass Fast and Furious 10, der gefühlt übrigens auch so mit so einem Hardcut endet, weil er ja der erste Teil des großen Finale des Franchises sein soll und überhaupt nicht mal anständig sich bemüht, Cliffhanger aufzubauen, sondern verschiedene Stränge auf verschiedenen Ebenen einfach ruhen lässt, hat er ja schon den Wunsch geäußert, er würde lieber sogar noch 2 weitere Filme machen. Nun, Wünsche kann man haben und besonders die Abspannszene, die ihr nicht verpassen solltet, wenn ihr nichts verpassen wollt, lässt so ein bisschen erahnen, wie verzweifelt man auch ist, zu versuchen, das Franchise wieder in die alte Spur zu bekommen. Aber vielleicht sollte er das erste Mal bei sich anfangen und sich nicht ganz so wichtig nehmen und vielleicht wirklich mal in den Hintergrund treten, statt immer nur sich und sich und sich und sich im Fokus zu sehen und von Familie zu reden. Denn wenn die Familie wirklich so viel bedeutet, dann dürften die anderen auch mal glänzen und ernsthafte Heldenmomente bekommen, statt einfach nur im Nichts zu versinken. Das zeigt sich vor allem dann so krass, wenn man beispielsweise sich Ludacris, Tyrese Gibson, Sung Kang und Natalie Emanuel anschaut, die als TJ, Roman, Han und Ramsey zum Beispiel einen einzelnen Nebenplot bekommen. Und der ist so vollgepackt mit lächerlichen Gags über Quittungen, die man braucht, Finanzausgaben, Running Gags, wo ich denke, die sind kein bisschen witzig, wenn man sich in ein Internetcafé verirrt, noch einen Gaststar-Auftritt hat, von dem man der großartig agieren kann, der beim Nichts verläuft und sowieso immer wieder Ideen aufploppen in Fast and Furious 10, die einfach keinen Sinn haben, wo man sich fragt, wofür ist denn diese Lauflänge da? Also Han beispielsweise trägt oder isst in einer Szene einen Muffin, bei dem er feststellt, oh, das sind irgendwie Drogen versetzt, bekommt eine Art LSD-Trip und hört dann einfach auf zu essen. Und diese Szene hat keine Bedeutung mehr im Film. Dass er unter Drogen gleich irgendwie einen Action-Einsatz oder irgendwas hätte, was ihn dabei schwerfällt oder zu einem witzigen Moment führt, weil er dann stürzt oder weil er nicht richtig klarkommt oder weil seine ganze Wahrnehmung verwirrt sei, es spielt keine Rolle. Und der Film hat immer wieder Ideen, die einfach nur drin sind, um sie so kurz drin zu haben, die aber der Geschichte nicht dienen, die der Figur nicht dienen, die auch nicht mal der Unterhaltung des Publikums dienen, um mal das Tempo kurz rauszunehmen. Und diese Nebenhandlung rund um diese 4 ist so hirnrissig, dass ich auch immer wieder während des Films dachte, würde der nicht irgendwie auch in seiner Nichtfunktion funktionieren, wenn die nicht
existieren würden. Das gleiche fragte ich mich beispielsweise bei Michelle Rodriguez und Charlize Theron, die vor allem dann funktionieren, wenn sie mal aufeinandertreffen dürfen. Aber Cypher selbst ist ja eigentlich eine wunderbare Figur dafür, dass man auf einer technischen Ebene den Film oder das Franchise hat mal ein bisschen funktionieren lassen und Charlize Theron vor allem eine gute Schauspielerin ist und vor allem als Action-Darstellerin eine starke Physis mit sich bringt. Und die bringt hier die besten Kampfsequenzen mit auf den Punkt. Aber ansonsten ist dieser Plot so irgendwo im Nichts versinken. Und wenn hier und da mal Gaststars auftreten dürfen, wo der ein oder andere Fan nochmal Aha-Momente in die Vergangenheit bekommt, kann man zumindest erahnen, warum der Film so teuer war. Für die Effekte ist für die 300 von den 340 Millionen Dollar sicherlich nicht so viel draufgegangen, weil der Film immer wieder wahnsinnig schlecht aussieht. Feuer und Wasser, zwei der am schwierigsten zu animierenden Dinge. Und wenn man es dann aber trotzdem versucht, sollte man es ernst meinen. Und so oft sieht dieser Film so CGI-gewitterig überladen aus und dachte ich auf der Leinwand, wen juckt denn das noch? Also wen juckt denn das noch 2023, wenn das noch explodiert und das und dann brennt das und da haben wir einen Feuerball und da rast noch ein Auto durch und dann sprühe ich dann noch mal Nitro ein und man denkt so, really? Der ganze Drops ist doch schon seit Ewigkeiten gelutscht und trotzdem macht man damit immer weiter und dann ist es am Ende auch nicht so, dass man sagen kann, ja Robert, du bist Kritiker, dir gefällt gar nichts. Nein, wir haben das so oft gesehen, dass es irgendwann einfach auch gar keine Reize mehr befriedigt, sondern schlichtweg langweilig wird, weil da nichts Neues und nichts Originelles dabei ist. Und dann setzt man auf eine Charlize Theron und eine Michelle Rodriguez mal ganz kurz auf einer spielerischen Ebene untereinander und gerade die Frauen, wenn sie mal aufeinandertreffen, auch wenn Charlize Theron mal auf Brie Larson trifft, die haben fast noch alle die besten Momente, weil die mal kurz spielen dürfen, weil die Männer fast alle hinten unterfallen. Auch ein Jason Statham, der ziemlich spät auftaucht, ist im Grunde da, wofür? Um kurz Hallo zu sagen. Genauso verhält sich's mit einer Helen Mirren. Das ist eine so großartige Schauspielerin und das ist so wahnsinnig Perlen vor die Säue, sie nicht zu nutzen. Kommen wir zu zwei Sachen, die ich als absoluten Lichtblick empfinde. Jason Momoa als Dante, ein Gegenspieler, dessen Backstory zwar unendlich lahm ist, der aber immer wieder in so Farben auftaucht, die gerne zu dem Auto passen, was er gerade fährt, aber vor allem immer wieder versucht, mit seiner gesanglichen Art und Weise herumzutänzen, fiese Dinge zu sagen und vor allem auf so einer metrosexuellen Ebene so eine Lockerheit an den Tag zu legen, wo er sonst immer nicht der muskelbepackte Aquaman-Typ ist, der einem aufs Maul haut, sondern der vor allem versucht, auf so eine fast androgyn wirkende Art und Weise Chaos zu stiften. Und das erinnert natürlich sehr an den Joker, aber er muss sich auch immer wieder diesem Plot, der so langweilig und vorhersehbar ist, hergeben und der manchmal einfach völlig überdreht in seiner Sinnlosigkeit. Aber genau dann zeigt sich, dass er richtig gut ist, wenn er mal außerhalb dessen agieren darf. Wenn er zum Beispiel Totenschurken mal eben die Füße lackiert und damit im Grunde ein Selbstgespräch führt, dachte ich, wow, da steckt was in ihm drin. Das habe ich so noch nie gesehen. Und Jason Momoa ist der Lichtblick dieses Films. Mit großem Abstand. Und dazu gesellt sich aus meiner Sicht noch ein John Cena, weil der von einem dieser ganzen Nebenplots einen Roadmovie bekommt. Nämlich mit Brian. Und die zusammen so eine sehr geerdeten Momente haben. Wobei sie ironischerweise im Film alles andere als geerdete Momente haben. Und ich dachte, hey, das wäre vielmehr so der Film, der tatsächlich ganz kurz eine emotionale Ebene anspricht. Und ich dachte, da sind Figuren, mit denen kann ich relaten, statt mir nur bla 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 in die Kamera zu grummeln. Und so zieht sich das immer wieder. Auch eine Jordana Brewster als Mia ist so dafür den Familiengedanken. Der Film springt so oft überall hin und her, dass er nie einen roten Faden hat und versucht dabei immer den Fokus auf Vin Diesel zu legen, dass es mich fast schon aggressiv macht, im Kinosaal mir das reinziehen zu müssen an dieser Stelle, weil das Franchise könnte so viel mehr sein, weil es kommt von Wurzeln, die eine Fanbase hatten und man liest immer mehr und immer zuhauf, dass die Leute irgendwann aufgehört haben, sich Fast and Furious anzuschauen, weil es nicht mehr dieses Franchise ist, weil es völlig überdreht ist und es ist auch dann nicht mehr irgendwann das, wo ich noch bei Teil 6 oder 7 dabei war, zu sagen, sich zurücklehnen im Kino und Bierchen aufmachen, trinken kann man machen, keine Erwartungen haben. Das hier hat aus meiner Sicht auch gar nichts mehr mit Erwartungen zu tun, weil es selbst ganz niedrige Instinkte nur noch so minimal triggert, dass ich denke, Leute, selbst dann muss doch eure Zeit mehr wert sein und so kehren sich immer mehr Leute ab und sagen, sie haben schon Teil 9 nicht gesehen, sie werden auch Teil 10 nicht sehen, egal wie viele Teile sie vorher schon gesehen haben und eigentlich completer sind und das muss ein großes Warnzeichen sein. Ob Fast and Furious 10 bei 340 Millionen Dollar Budget exklusive Marketing das Geld verdienen kann, da muss der schon eine Milliarde machen, würde ich denken, aber das wird man dann letztendlich zu sehen bekommen und so ist die Kameraarbeit so oft vollgeballert mit all diesem CGI, all diesen Sprüngen, all diesen Shots und auch diesen auf Ärsche von Fraueneinstellungen, wo ich das Gefühl habe, es fühlt sich ganz schön gestrig an und einfach so unoriginell und so uncool, dass ich auch gerade bei der Musik, die mir immer um die Ohren ballert und mir die Action verkaufen soll, die ich einfach nicht spüre, ich sagen muss, Fast and Furious 10, ganz oft saß ich so da und merkte, das macht nichts mit mir. Und sind wir ehrlich, eine IMAX-Leinwand, die ist groß, die hat sehr viel Klang
Und es ist schon sehr schwer, da was hinzuzaubern, das dich nicht irgendwie wach hält. Und ich merkte, es kehrt so eine Müdigkeit an und vor allem so Gedanken, während ich schaute, was werde ich heute Abend noch kochen? Was könnte ich noch einkaufen auf dem Rückweg nach Hause? Was ist noch so auf meiner To-Do-Liste? Und nicht, weil ich irgendwie gestresst war und viel zu tun hatte, sondern einfach, weil es ganz schwer war, diesem Film noch zu folgen, weil nichts, bis auf Jason Momoa und ein paar kleine Momente hier und weg, hier und da am Wegesrand von diesen 2,5 Stunden irgendwie zu überraschen wusste. Ja, ich brauche jetzt nicht nochmal alles zusammenfassen, was ich nicht mochte. Am Ende, weil es nun mal ein vollgeballerter Actionfilm ist, bin ich noch dabei. Vielleicht auch gnädig bei 5,5 von 10 möglichen Punkten als Actionfilm. Insgesamt sind es für mich bloß noch 3,5 von 10 möglichen Punkten. Und damit ist, glaube ich, der von mir am schwächsten bewertetste Film des Franchises bis hierhin. Ich würde sehr viel gerne sehr viel nettere Sachen erzählen. Ich glaube, wenn diese sollte sich weniger wichtig nehmen, dann hätte das Franchise mehr Chance und die Abspannszene zeigt, in welche Richtung man versucht, vielleicht nochmal das Ruder rumzureißen. Aber ja, ich habe nicht viel erwartet, habe aber weniger bekommen. Dann bin ich am Ende meiner Review zu Fast and Furious 10 seit dem 17. Mai in den deutschen Kinos und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmschauen.